Die Streifenwagen. Guten Morgen, Hector. Wo willst du denn hin? Du bist auf dem Weg zum Jahrmarkt? Das hört sich spaßig an. Wir sehen uns dort. Hallo, Klein Amber. Hallo, Klein Katie. Seid ihr bereit für die Achterbahn? Mhm. Großartig. Dann geht's los. Hat das Spaß gemacht, ihr Kleinen? Dann macht euch bereit für die nächste Runde. Oh nein, die Achterbahn hängt fest. Puh, da kommt Hector. Schau, die Achterbahn hängt fest. Sollen wir die Streifenwagen rufen, um den Kleinen zu helfen? Jungs, Hector braucht eure Hilfe. Die Achterbahn ist defekt und die Kleinen sitzen ganz oben fest. Könnt ihr helfen, sie zu retten? Großartig, auf geht's! Hier sind sie auch schon, Hector. Keine Sorge, ihr Kleinen. Die Streifenwagen kriegen euch dort runter. Oh nein, es sieht so aus, als würde die Achterbahn gleich zusammenbrechen. Wir müssen uns wirklich beeilen. Was sollen wir als erstes tun? Wir stellen sicher, dass die Achterbahn nicht zusammenbricht? Gute Idee. Vorsicht, Frank. Nicht zu doll schieben. Hervorragend gemacht. Was kommt als nächstes, Jungs? Du wirst hochfliegen und die Kleine nach unten transportieren? Okay, Hector. Viel Glück. Vorsicht, Hector. Das sieht wirklich schwer aus. Sehr gut gemacht. Ihr könnt rauskommen, ihr Kleinen. Gut gemacht, Hector. Was für eine fantastische Rettung. Gibt es noch etwas, das wir tun könnten? Es gibt etwas? Wir könnten die Achterbahn reparieren? Fantastische Idee. Entdeckst du etwas? Ja? Du denkst, eine Schraube ist rausgefallen? Okay, Matt, dann lass sie uns suchen. Und was gefunden? Nein? Dann suchen wir weiter. Guter Gedanke, Hector. Jetzt sollte es Matt leichter fallen, die verlorene Schraube zu finden. Da ist sie ja. Gut gemacht, Streifenwagen. Ohne euch hätte das ganz schön schief gehen können. Was ist denn, Klein Amber? Du willst zurück auf die Achterbahn? Mhm. Na ja, dann viel Spaß.
Hervorragende Arbeit, Streifenwagen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Die Streifenwagen. Hallo Tom. Hallo Kleintom. Sieht so aus, als würdet ihr einen gemeinsamen Campingausflug genießen. Oh, röstet ihr Marshmallows? Sieht lecker aus. Ihr hattet einen langen Tag an der frischen Luft, Jungs. Geht ihr jetzt ins Bett? Klein Tom möchte sich noch ein bisschen am Feuer entspannen. Ach du liebe Güte, hier draußen wird es aber ziemlich windig. Sei vorsichtig, Klein Tom. Das Feuer breitet sich aus. Schnell weg vom Lagerfeuer. Tom, aufwachen! Das Lagerfeuer breitet sich aus. Es ist schon fast am Zelt. Keine Sorge, Tom. Wir holen dich da raus. Komm schon, Klein Tom. Rufen wir die Streifenwagen um Hilfe. Hey Jungs, ein Lagerfeuer ist ausgebrochen auf dem Zeltplatz, wo Tom und Klein Tom gerade campen. Und Tom sitzt im Zelt fest. Könnt ihr helfen? Großartig. Auf geht's. Beeilung! Folgt Hector. Er führt euch direkt zum Zeltplatz, indem er dem Rauch vom Feuer folgt. Keine Sorge, Klein Tom. Die Streifenwagen sind hier. Du gehst besser etwas zurück. Du solltest dich immer weit entfernt von einem Brand aufhalten. Er ist sehr gefährlich. Matt, wie willst du Tom aus dem Zelt kriegen, wenn die Flammen so hoch schlagen? Großartige Idee, Matt. Du ziehst das Zelt vom Feuer weg und versuchst dann, Tom herauszuholen. Na, dann schauen wir mal, wo das Problem mit diesem Reißverschluss liegt. Das Zelt und der Reißverschluss haben angefangen zu schmelzen. Deswegen konnte Tom nicht heraus. Matt schlägt vor, dass du einen Schraubenzieher benutzt, wenn du einen bei dir hast im Zelt. Wenn du ein Loch in das Zelt stichst, können wir es aufreißen und dich herausholen. Gute Idee, Matt.
Gut gemacht, Tom. Du bist frei. Du bist sehr tapfer, Klein Tom. Es war sehr gut, dass du die Streifenwagen gerufen hast. Da! Das Feuer ist gelöscht. Dank dir, Frank. Vielen Dank, Streifenwagen. Tom und Klein Tom sind jetzt sicher und können zusammen die Nacht in ihrer Werkstatt verbringen. Vielleicht hebt ihr euch Lagerfeuer und Marshmallows für einen Tag auf, an dem es nicht so windig ist, Jungs. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Die Streifenwagen. Car City ist in guten Händen, wenn Matt und Frank auf Streife sind. Keiner traut sich Ärger zu machen, wenn diese beiden unterwegs sind. Sieht so aus, als hätte Matt etwas Verdächtiges entdeckt. Warte mal, das ist kein Verbrecher. Das ist Tom, der Abschleppwagen. Was macht er denn dort in der Seitenstraße? Oh nein, jemand hat eine Ladung brandneue Reifen aus Toms Werkstatt gestohlen. Keine Sorge, Tom. Die Jungs hier finden den Dieb und bringen dir deine Reifen zurück. Hey, was ist das? Sieht so aus, als könnte das ein Stapel Reifen sein. Aber nein, das ist nur ein Stapel Kartons. Was hat Frank denn da entdeckt? Reifenspuren. Die hat jemand hinterlassen, der sehr schnell gefahren ist. Wie ein Dieb zum Beispiel. Dieser Lastwagen hat auf seiner Ladefläche einen Haufen brandneuer Reifen. Das muss der Dieb sein. Oh. Die Jagd ist eröffnet. Beeilung, er entkommt! Du hast ihn fast, Matt. Bleib dran. Oh nein, der verbrecherische Lastwagen entkommt. Aber warum sieht Matt dann so fröhlich aus? Da ist Frank. Er hat sich wohl gedacht, dass der Dieb versucht, auf dieser Route zu entkommen. Ja, so sieht's aus, Sonny Jim. Du bist geschnappt. Und der einzige Ort, an den du jetzt gehst, ist die Polizeiwache. Wow, was für eine Verfolgungsjagd, Jungs. Und wie schlau von euch, den Weg des Schurken vorauszuahnen und die Straße zu blockieren. Tom wird sich sowas von freuen. Wo wir gerade von ihm sprechen, hier ist er ja. Keine Sorge, Tom, der fährt nirgendwo mehr hin.
Und Matt und Frank haben auch deine Reifen sichergestellt. Jetzt kannst du dafür sorgen, dass jeder in Car City sicher auf der Straße fährt. Gute Arbeit, Jungs! Die Streifenwagen. Sieht so aus, als müsste Amber zu einem Notfall. Oh, Jerry und Susie hatten einen Unfall am Ende der Straße. Deswegen dieser Stau. Ich hoffe, den beiden geht es gut. Das ist aber Pech. Ambers Blaulicht und Sirene scheinen kaputt zu sein. Aber das ist ja ein Desaster. Diese Autos werden niemals beiseite fahren, wenn sie nicht merken, dass Amber kommt. Warte einen Moment. Was ist das für ein Geräusch? Noch mehr Sirenen. Ja, es ist das Streifenwagenteam. Matt und Frank. Amber versucht, zu Jerry und Susie durchzukommen. Aber sie kommt nicht durch den Verkehr. Ihre Sirene und ihr Blaulicht sind kaputt. Amber, Matt und Frank fahren auch zu dem Unfall. Ach du liebe Güte. Jerry und Susie sehen aber ziemlich durchgeschüttelt aus. Wie gut, dass Matt und Frank Amber zu ihnen durchbringen konnten. Sind sie verletzt, Amber? Oh ja, es sieht so aus, als könnte Tom, der Abschleppwagen, hier ein paar Reparaturen tätigen. Könntest du vielleicht ein paar Pflaster auf ihre Frontscheinwerfer kleben, als provisorische Reparatur? Jetzt müssen wir sie aber zu Toms Werkstatt bringen. Hallo, Tom. Jerry und Susie sind ineinander gefahren und sie sind beide verletzt. Und nicht nur das, Ambers Blaulicht und Sirene sind kaputt. Und jetzt muss sie schon wieder zu einem weiteren Notfall. Könntest du sie als erstes reparieren? Nicht mehr lang, Jerry und Susie. Tom wird sich gleich um euch kümmern. Schaut mal, Amber ist schon fertig. Alles repariert, um sich um den nächsten Notfall zu kümmern. Tschüss, Amber.
Danke für all die Hilfe heute, Jungs. Was würde Car City nur ohne euch tun?